faster, I'm faster. My name is XRP. Faster, I'm more secure than you'll ever be. I'm faster. I'm like my name is XRP. I'm so, liebe Leute, hello everyone, let's get started. Ich habe keine finanziellen Interessen, ich habe keine gesponserten Links und ich möchte auch keine Spenden, bitte. Jetzt muss ich noch kurz meinen Kaffee anfordern. Ja, Kaffee bringen. So, Thema heute, und ich hoffe, dass euch das auch tatsächlich interessiert, im Moment sind wir erst 40 Leute, ist, das könnte ich eigentlich, glaube ich, einblenden. Window Capture, machen wir. Eine Sekunde. Display Capture 2. Crop to Window. Pages, genau. Dann sollte das eigentlich gut kommen. Das hier schalten wir noch aus. Dann machen wir das größer. Das kleiner. So. Pronto. Und dann schieben wir das noch. Das brauchen wir nicht. Aha. Okay. Ich muss dazu sagen, wir hatten heute einen nicht wirklich tragischen Fall, aber die Tochter meiner Frau, die Andresa, der ging es heute überhaupt nicht gut und wir mussten mit ihr in den Spital. Das ist noch ein bisschen groß, Moment. So, jetzt dürfte es okay sein. Genau.
Ausschlag für den Inhalt des Videos heute hat ein Follower von mir gegeben, ich sage es jetzt deutsch und deutlich, der mich zusammengeschissen hat. Ich lasse euch selbst entscheiden, ob er damit recht hat oder nicht. Und seine Ansicht ist, dass die Staaten, also die Regierungen uns total bescheißen mit dem Geldsystem. Und dazu gibt es hunderte verschiedene konspirative Theorien. Einige nennen es Deep States, andere sagen, dass die Rothschilds überall ihre Finger drin haben und so weiter. Und ich habe intensivst mit diesen Typen geschrieben auf Twitter, und er hat mir danach vorgeworfen, ich hätte mich, seit ich von der Welt zurückgekommen bin, negativ entwickelt. Er hat gesagt, ich sei, ich weiß die Worte nicht mehr, rigid geworden, also dass ich über alles und jeden herziehe, welcher nicht meine Meinung teilt. Und das mag sein, das Problem ist einfach, dass es auf Twitter so viele Idioten gibt. Und also ich könnte unzählige Beispiele nennen, wo ich versucht habe, Leute auf einen Fakt hinzuweisen, der offensichtlich eigentlich bestätigt ist, so wie ich es sehe, weil es eben diese Bestätigung gibt, diese Beweise, und andere Leute denken nach wie vor, dass es eben irgendwie anders ist. Und wenn man sie dann zurechtweist, dann wirst du irgendwie zusammengeschissen oder blockiert. Also ich meine, solche Typen darf ich doch Idioten nennen. Wenn jemand mir vorschreibt, 1 und 1 gibt 3, dann ist er einfach ein Idiot, weil die ganze Welt weiß, dass es nicht so ist. Okay, es gibt eben sehr viele dieser Theorien, dass irgendetwas mit unserem Geldsystem nicht funktioniert. Und da möchte ich jetzt ein bisschen darauf eingehen und möchte eure Meinungen hören. Ich möchte auch, dass ihr in den Kommentaren vom Livestream nachher euch dazu äußert, vielleicht auch mir auf Twitter schreibt. Mein Twitter-Handle kann ich gleich mal angeben, ist ipinky77. Das wird mich echt wundernehmen, wenn sich, also nicht wundern, es wird mich echt freuen, wenn sich da eine Diskussion entwickelt. Aber ich möchte jetzt mal zuerst, logischerweise, weil ich ja ein Video mache, meine Sicht der Dinge aufzeigen. Also Grundvoraussetzung für diese Konspirationstheorien, behaupte ich, ist, dass diese Leute, die diese Theorien aufstellen, irgendwie nicht zufrieden sind oder Angst haben, dass wir irgendwie unter Kontrolle sind von irgendwelchen Institutionen oder reichen Familien, wie eben diese Rothschilds. Und ich konnte eigentlich den Lichtblick, wie ich das erklären konnte, hatte ich mehr oder weniger, glaube ich, gestern oder vorgestern. Da habe ich einen relativ langen Tweet gemacht über ODL und XRP. Entschuldigung. Da habe ich in etwa 11 oder so Tweets erklärt, was Geld oder eben XRP bewirkt. Und auf diese Rahmenbedingungen möchte ich jetzt ein bisschen eingehen. Aber wir fangen jetzt mal anders an. Jetzt schauen wir uns mal diese Angst an. Was könnten das denn für Ängste sein, die man hat vor so einer Kontrolle von irgendwelchen Institutionen oder Familien?
Also, wenn man sich okay fühlt, dann hat man keine Angst, das ist kein Problem, oder? Das leuchtet jemandem ein. Wenn man sich nicht okay fühlt, dann würde es mich wundern nehmen, ja, was ist es denn, wo ihr euch nicht okay fühlt? Und dann sind mir, also jetzt bezüglich Geld, sind mir drei mögliche Gründe, und das sind auch Gründe, Entschuldigung, die immer wieder in diesen Konspirationstheorien genannt werden, eingefallen. Also einerseits, dass es zu viel Geld gibt, dass es schlichtweg keine rationale Erklärung mehr gibt, wie viele Dollars es gibt, beispielsweise. Eine andere Erklärung oder ja, für diese Ängste wäre, dass Leute eben Angst haben, dass Geld an Wert verliert oder gewinnt. Das wäre dann Inflation und Deflation. Und da kommt schon mein Kaffee. Vielen Dank, meine Liebe. Ups, heiß. Und ein drittes Argument, und das ist wahrscheinlich das häufigste Argument, ist, dass die Verteilung nicht fair läuft. Also, dass wir quasi, dass die Schere, das wissen wahrscheinlich alle, muss ich schauen, dass ich das schön zeigen kann, dass die Schere zwischen Arm und Reich, die geht auseinander. Also das ist nicht so, sondern das geht auseinander. Das ist ein bisschen eine philosophische Abklärung, wenn wir sagen, dass wie sagt man, die Vermögensverteilung unfair ist, dann müssten wir wissen, ja, was heißt denn fair? Da geht es schon recht ins Philosophische hinein. Dann gibt es noch andere Charakteristiken, die Geld betreffen, zum Beispiel die Geschwindigkeit. Ich glaube aber nicht, dass es ein Problem ist für die Leute. Die meisten wissen nicht mal, dass Geld eine Geschwindigkeit hat. Das wissen eigentlich nur Cracks, die sich damit beschäftigen. Was wäre noch eine zusätzliche Charakteristik? Aber da das eh niemand weiß, kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Grund sein könnte, für eine dieser drei Ängste, eben zu viel Geld zu haben in einem Land oder weltweit oder wie auch immer, dass das Geld, das man hat, eben Wert gewinnt oder verliert oder dass die Verteilung unfair ist. Schauen wir uns doch zuerst kurz an, was ist denn Geld überhaupt? Und Geld ist eigentlich ganz einfach wie sagt man auf Deutsch, ein Mittel, um Werte auszutauschen. So würde ich es vielleicht formulieren. Und das Wichtigste bei dieser Sache, also im Prinzip, wenn wir mit Bargeld zahlen, ich habe jetzt keine Geldnote hier, aber das ist ja nur ein Stück Papier, oder? Also das hat überhaupt keinen Wert, irgendwie 10 Cent oder noch weniger, so eine 100-Euro-Note, das ist praktisch gratis, oder? Was bewirkt denn, dass wir diesem Fetzen Papier trotzdem trauen? Es ist eben das Vertrauen. Wir vertrauen, dass da jemand dahinter steht, dass wir, wenn wir etwas verkaufen, zum Beispiel Brot, und dann eben so eine 100-Euro-Note erhalten, dass wir mit dieser 100-Euro-Note nachher gehen können und Mehl, Eier oder Milch kaufen können, wenn wir Bäcker sind. Es könnten aber genauso gut alte Socken sein. Es spielt überhaupt keine Rolle. Früher war es Gold, es gab auch andere, was habe ich vorgesagt? Wert. Also in Englisch heißt es eben Medium of Exchange. Ich weiß den deutschen Ausdruck nicht. Kann mir das noch jemand durchgeben? Vielleicht lese ich es irgendwo. Keine Ahnung. Das Wichtigste ist einfach, dass wir diesem Medium trauen. Was es ist, spielt überhaupt keine Rolle. Früher war es Gold oder sonstige irgendwelche Kupfermünzen und so. Und irgendwann hat man einfach Leinensäcke voll Kupfermünzen rumgetragen, das war mühsam.
Dann hat man das Ganze auf Papier umgestellt und alle waren happy, weil es relativ leicht transportierbar war. Dann hat man Nummern auf die Papiere gedruckt, dass man anstatt irgendwie 1000 10-Euro-Scheine hatte, einen 10.000-Euro-Schein hatte, solche Dinge. Also man hat es eigentlich immer bequemer gemacht. Aber das Problem oder die Tatsache, dass die Leute diesen Papierfetzen vertraut haben, das blieb. Okay? Also wir können zusammenfassen, Geld ist einfach etwas, ein Medium, dem wir vertrauen, dass wir es, wenn wir es erhalten, eben auch wieder geben können, um irgendwelche Produkte oder Services erhalten zu können. That we can exchange it for goods, müsste es hier heißen. Also Geld kauft Güter oder Services. XRP ist nichts anderes, und das checken viele nicht, wie Geld. Nur kauft man mit XRP etwas anderes, eben Geld. Also während ich mit Euro Brot und Milch und Benzin kaufe, kaufe ich mit, also die dann XRP im Use Case brauchen, die kaufen sich damit Fiat-Geld. Mexikanische Pesos, Euros, japanische Yen, Schweizer Franken, US-Dollar. Das ist der einzige Unterschied, aber es ist auch nur ein Medium, um Wert zu transferieren, eben eine Bridge Asset. Wenn du so willst, wenn ihr so wollt, ist Geld auch nur eine Brücke. Also theoretisch, wenn ich Bäcker bin und der Metzger mich bei mir ein Brot kaufen kommt, könnte er mir ja auch einen Speck dafür geben. Blöd ist einfach, dass mein Coiffeur keinen Speck will. Der will vielleicht, keine Ahnung, eine Gemüsesuppe oder so, und die kann ich ihm nicht anbieten. Deshalb hat man sich eben auf dieses Papier geeinigt, weil das eben überall akzeptiert wird und man ihm traut, dass es eben diesen Wert hat. XRP ist genau das Gleiche. Der einzige Unterschied ist, mit XRP kauft man keine Güter und Services, sondern eben Fiat, weil das ja die Idee dieser Brückenwährung, dass man eben die Währung überbrückt und nicht die Güter und Services. Also ich hoffe, diesen ganz, ganz wichtigen Punkt haben alle verstanden. Beiden Dingen, also Geld und XRP inhärent, also innewohnend, wenn man so will, ist die Tatsache, man muss ihnen trauen, dass man, wenn man sie hergibt, dass man entsprechend Wert zurückkriegt. Und deshalb ist es voll Wurst, ob eine XRP einen Dollar hat, Wert hat oder 10.000 Dollar. Wenn ich eine Million überweise, und XRP hat nur einen Dollar wert, dann muss ich eben eine Million XRP überweisen. Und wenn XRP 1000 Dollar hat, dann genügen eben 1000 XRP. Aber der Schlüsselfaktor hier, dass ich dem Wert trauen muss, also der mir eben diese XRP abkauft gegen, und mir dann eben Euro oder Dollar oder so gibt, der vertraut der ganzen Geschichte, dass er dieselben XRP eben wieder hergeben kann, dass er von jemand anderem Euro oder Dollar oder so erhält. Jetzt hat Geld zwei Dynamiken, Inflation und Deflation. Die Deflation heißt, sagt man glaube ich auf Deutsch auch so, ich glaube schon. Heißt, glaube ich, auch auf Deutsch Deflation. Deflation wäre, der Euro gewinnt an Wert. Also ich kann heute mit einem Euro ein Brot kaufen und morgen mit einem Euro zwei Brote. Blöd ist einfach, wenn das die Leute checken, dass der Wert zu schnell steigt, dann horten sie das Geld. Sie geben es nicht mehr aus, weil sie denken, hey,
Wenn ich das Auto erst in 2 Monaten kaufe, kriege ich 2 Autos für dasselbe Geld. Warum soll ich es heute schon kaufen? Dann horden sie es, also geben es nicht mehr oder sehr viel langsamer aus, mit dem Resultat, dass sehr viel weniger Produkte gekauft werden, mit dem Resultat, dass viele Leute ihre Jobs verlieren. Und das will eigentlich eine Regierung will das nicht. Eine Regierung hat häufig die ähnlichen Zielsetzungen, also Preisstabilität, Arbeitslosigkeit, also es sollen möglichst viele Leute einen Job haben. Dann gibt es noch 2, 3 andere so Punkte. Und weil das eben so, also Punkte sind, die sich gegenseitig beeinflussen, also jetzt Beispiel bei Deflation, ist es quasi erwiesen, dass die Arbeitslosigkeit steigt, und weil man das nicht will, versucht man eben die Währung nicht einer Deflation zu unterstellen. Im Gegenteil, man versucht sie leicht einer Inflation zu unterstellen. Und das hat eigentlich in den letzten, also die Währungen nicht mehr goldgestützt sind, hat das eigentlich recht gut geklappt, mit ein paar wenigen Ausnahmen. Inflation bedeutet, dass das Geld an Wert verliert. Heute kaufe ich ein Brot für $1 und morgen muss ich für dasselbe Brot $2 zahlen, weil der Euro eben einen Wert verloren hat. Das Resultat von Inflation, daran glauben zumindest die Ökonomen, ist aber, weil die Leute wissen, also oder zumindest so unterschwellig wissen, das Geld verliert an Wert, dann geben sie es eben schneller aus. Und dadurch wird eigentlich die Wirtschaft, die Produktion, alle diese Faktoren, die ein Staat eben eigentlich positiv sehen will, werden dadurch eben angekurbelt. Und deshalb hat sich in den letzten 50 Jahren eine leichte Inflationstendenz in allen Theorien, in allen Ländern durchgesetzt. Ich habe hier im Dokument, das werde ich dann noch anhängen an die Beschreibung im Livestream. Dann könnt ihr diesen Link klicken, das ist zwar auf Englisch, aber es geht ein bisschen um Geld, ums Fed, aber es wird eben auch Inflation und Deflation erklärt. Also gehen wir nochmals zurück zu diesen 3 Ängsten, die ich eruiert habe. Es könnte zu viel Geld geben, das Geld könnte Wert verlieren oder es ist einfach ungerecht verteilt. Die ersten 2, zu viel oder Wert verlieren oder Wert gewinnen, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, solange dieses Grundprinzip funktioniert, dass jeder dem Geld vertraut, spielt es doch keine Rolle, ob es jetzt 1 Million oder 10 Milliarden Euros auf dem Markt gibt. Solange ich immer dasselbe kaufen kann, spielt es überhaupt keine Rolle. Okay? Also von dieser Prämisse sind wir ausgegangen, dass man eben dem Geld trauen muss. Also bleibt noch der letzte Punkt übrig, die unfaire Verteilung. Und das stimmt, das kann man so sehen, dass die Vermögensverteilung unfair ist. Ich möchte aber nicht in der Position sein, entscheiden zu müssen, welche Person eben 20 Millionen verdienen darf und welche nicht. Ich mache ein paar Beispiele. Ist es fair, wenn ein CEO von einer Bank 20 Millionen garniert pro Jahr? Vielleicht, wir wissen es nicht. Wenn alle seine Mitarbeitenden, auch die Reinigungsleute, Löhne haben, die über dem Minimumlohn sind, würde ich sagen, na, super, super Arbeit gemacht, alle sind happy, oder? Jeder verdient mehr wie das Minimum. Das ist doch super. Könnte sein, dass dann die 20 Millionen gerechtfertigt sind. Wenn aber jetzt die Hälfte seiner Angestellten Probleme hat, um zu überleben, weil sie, keine Ahnung, Kita zahlen müssen für die Kinder,
sie können sich keine ordentlichen Ferien leisten, sie können sich, müssen vielleicht Kleider Secondhand kaufen und so weiter, dann würde ich jetzt vielleicht eher tendieren, ist vielleicht nicht so fair. Aber wir wissen nicht wirklich, was da alles abgelaufen ist. Also es ist jetzt ein bisschen hypothetisch, aber vielleicht hat dieser CEO ja gerade einen Übernahmedeal verhindert und somit Entlassungen von 10.000 Mitarbeitern weltweit verhindert. Dann könnten diese 20 Millionen plötzlich wieder fair sein, auch wenn es sehr viele gibt, die vielleicht nur Minimallohn verdienen. Also das muss man immer ein bisschen individuell betrachten. Kann man nicht einfach so sagen, 20 Millionen ist gerechtfertigt oder nicht. Ein anderes Beispiel, ist es fair, dass Roger Federer, keine Ahnung, ich habe recherchiert ein bisschen, also es gab Jahre, wo er über 90 Millionen Dollar pro Jahr mit Preisgeldern und Werbegeldern verdient hat. Ist das fair? Da werden auch viele sagen, es ist voll nicht fair. Ich finde es total fair. Tennis ist ein gut gesponserter Sport. Viele Leute schauen das gern. Folglich gibt es eben auch Sponsoren, die da gerne Geld beisteuern. Und der Roger, der trainiert bestimmt jeden Tag 2 bis 4 Stunden. Damit er diese letzten 20 Jahre eben auch in einer physischen Verfassung ist, um eben diese Leistung nach wie vor abrufen zu können. Und jetzt zum Schluss möchte ich noch sagen, es ist eigentlich, also diese unfaire Verteilung, ist das jetzt, das war wahrscheinlich der Manuel, Stream weg, 28, ja quasi jetzt. Hört ihr mich wieder? Jetzt müsstet ihr mich eigentlich wieder hören. Ist wieder okay. Wieder da. Also gut. Ich bin beim Sport stehen geblieben. Auch im Sport wird beschissen, wo es nur geht. Es gibt einige Sportarten, wo weniger beschissen wird. Sorry. Es gibt andere Sportarten, wo eben mehr beschissen wird. Also beispielsweise im Velofahren, im Marathon, Triathlon, in der Athletik, also so 100 Meter Sprint und so. Also da müsst ihr mir nicht sagen, dass da nicht gedopt wird. Und warum wird gedopt? Weil die Zuschauer immer bessere Leistungen erwarten. Sie erwarten, also dass wir nicht... Ich kann mich noch an Zeiten von Carl Lewis und Ben Johnson erinnern, dass wir heute nicht schon Zeiten erwarten unter 9 Sekunden auf 100 Meter. Das finde ich unglaublich, das finde ich fast schon eine positive Entwicklung. Also das ist echt zum Kotzen. Aber was ich damit aussagen will, es gibt kein System, wo nicht beschissen wird. Wichtig ist, nochmals zurück auf diese Verschwörungstheorien zurückzukommen, dass man wissen muss für sich selber, was nervt mich denn an dieser Geschichte? Ich fühle mich nicht kontrolliert. Ich fühle mich sau wohl. Wer sich nicht wohl fühlt, wer sich kontrolliert fühlt, der soll in sich gehen und rausfinden, was findet er nicht okay. Und ich will nicht Gründe hören, wie der Staat kontrolliert das Geld. Ist doch scheißegal, wenn er das Geld kontrolliert. Solange ich will wissen, wo es euch, die ihr diese Theorien unterstützt, wo tut es euch weh? Was tut euch weh? Könnt ihr euch weniger Eiscreme kaufen? Könnt ihr euch weniger... keine Ahnung, Autos kaufen oder so, keine Ahnung. Jetzt hoffe ich, dass das klappt, jetzt muss ich da kurz umschalten, genau, Entwicklung Schweiz, jetzt muss ich hier noch umschalten, genau. Jetzt, um das ein bisschen zu untermauern, dass dieses System eigentlich ganz ordentlich funktioniert, habe ich ein paar Statistiken heruntergeladen. In der Schweiz gibt es zu verschiedenen
Könnt ihr mich jetzt aber hören? Jetzt heißt es Excellent Connection. In der Schweiz gibt es relativ gute Statistiken zu praktisch allem, was die Volkswirtschaft irgendwie, alles was politisch quasi relevant ist, gibt es irgendwelche Statistiken. Ich habe jetzt mal 4 wahllos rausgepflückt. Gehen wir uns die ein bisschen durch. Die Jahreszahlen sind ein bisschen 1990. Hier geht es zurück bis 1950. Hier auch. Also mindestens so die letzten 30 Jahre. BIP, Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner, ist seit den 90er Jahren satte 47% gestiegen. Muss mir keiner kommen und sagen, uns geht's nicht gut. Also der spinnt irgendwo, echt. Es geht uns 50% besser. Okay? Wie damals. Also wir kommen dann vielleicht beim Reallohn nochmals drauf zurückzusprechen. Aber am BIP gesehen, also gesamtwirtschaftlich gesehen, ist ja nicht nur die Person an sich, geht es uns extrem viel besser. In dieser Statistik geht es um Bildung. Das sind, in dieser Zeile habe ich fett markiert, die Ausgaben, die Bildungsausgaben von Bund und Kantonen am Anteil vom BIP. Das müsst ihr nicht erschrecken, diese Zahlen gehen zurück, das war in den 90er Jahren 6% und ist zurückgegangen auf 5,5%. Jetzt könnte man sagen, ja, ist ja voll schwach. Aber wenn man den Bildungsstandard eben beibehalten kann, auch mit weniger Geld, finde ich das eigentlich eine super Leistung. Da habe ich andere Zahlen dazu, Abschlussquote, Sekundarstufe. Das war 1990 waren das 85%. Heute schließen die Sekundarstufe über 90% ab. Also das ist doch toll. Frühzeitige Schulabgänge in den 90er Jahren 7%. Das ist in den letzten paar Jahren drastisch gesunken. Das ist doch eine tolle Zahl. Soll mir niemand zeigen, das System funktioniert scheiße. Mindestens Sekundarstufe 2, ich weiß zwar nicht, was das heißt, aber ich glaube, es ist vor der Uni. Es waren in den 90er Jahren 80%. Heute sind es knapp 90%. Tertiärstufe, also Universität, war in den 90er Jahren, jeder Fünfte ist an die Uni gegangen. Das hat sich mehr wie verdoppelt. Heute sind es über 40%. Ein anderes Beispiel, Straßenlänge. Ich gehe hier nur auf die Nationalstraßen ein, die Kantonsstraßen und Gemeindestraßen finde ich jetzt nicht so relevant, Nationalstraßen sind Autobahnen. Da hatten wir 1960 112 Kilometer. Heute sind es Faktor, was sind das? 15 mal mehr. Also fast 2000. Das Kilometer, das kann nicht sein. Ah doch, in Kilometer. Also, das ist doch super. Heute kommt man viel schneller durch die Schweiz. Es soll mir keiner sagen, das ist scheiße. Reallohnindex, es gibt 2 Indizes. Nominallohnindex und Reallohnindex. Der Reallohn zeigt eigentlich, wie viel mehr wir uns kaufen können. Das ist, in dieser Statistik sieht man das, ich mache es vielleicht ein bisschen größer. Das sind, also 1993 wäre 100% gewesen. Schauen wir uns diese blauen Zeilen an. Total, Sektor 2 und 3. Also, ah, da geht es weiter, genau. Also total verdienen wir heute gegenüber 1993 insgesamt 13% mehr Lohn, auch wenn der Franken an Wert verloren hat.
Aber alles andere ist dermaßen gestiegen, dass es uns prinzipiell sehr viel besser gehen müsste. Klar, man könnte jetzt hier wieder diskutieren, warum haben die Banken, der tertiäre Sektor, 14% zugeschlagen und die anderen nur 12%. Könnte man jetzt wieder diskutieren, ist verdammt nochmal nicht fair. Aber ich habe vorhin schon gesagt, es gibt immer Bescheißer, vielleicht sind einfach die Bescheißen ein bisschen cleverer, oder? Aber wir sollten uns über diese 13% insgesamt freuen, die wir besser dastehen. Genau, das waren, jetzt muss ich nochmals auf meinen Spick zurück. Genau, das war es eigentlich so plus minus, was ich erklären wollte. Ich habe einfach Mühe mit diesen Konspirationstheorien, die da immer rumschwirren bezüglich irgendwie Rothschilds oder weißt du gar nicht was. Solange du mir nicht sagen kannst, wo es dir weh tut, musst du mir nicht kommen und mir sagen, wir werden kontrolliert. Solange ich glücklich bin, sollen doch die Rothschilds mich kontrollieren. Ich spüre davon nichts. Ihr könntet sagen, ja, du lebst in einer Matrix. Vielleicht, glaube ich aber nicht. Ich glaube, ich habe genügend Selbstreflexion, um das irgendwie einordnen zu können. So, und jetzt gehe ich kurz durch die Kommentare durch und mal schauen, was sich da ergeben hat. Ja, heute geht es nicht um XRP. Deshalb übergehe ich alle diese Kommentare. Siegfried Thoma, diese Anteile an Ripple, wo steht das bitte schön? Irgend von vor 1,5 Jahren hat jemand getweetet, SBI gehört auch den Rothschilds. Das ist völlig lächerlich. Dann hat er sogar den Beweis noch gepostet. Es gibt eine Bank in Belgien, die wird von einem ein Investmentfonds, ist es glaube ich nicht mal eine Bank, ein Investmentfonds in Belgien, wird von einem dieser Rothschild-Typen gemanagt. Und dieser Investmentfonds hat investiert in verschiedene Sektoren und in diesen Sektoren in verschiedene Firmen. Das sind irgendwie 40 oder 50 verschiedene Anteile, also die haben Anteile von 1-2% bis zu irgendwie, keine Ahnung, 10-12%, wo sie in irgendeinen Sektor investieren. Dieser Hedgefonds hat, glaube ich, also unter 5% oder so waren es, glaube ich, vom gesamten Hedgefonds, das in SBI investiert war. Okay? Also erstens mal wissen wir nicht, ob das der dieser Rothschild managt ja nur diesen Fonds. Der hat ja nicht selbst drin investiert. Also wir haben keine Ahnung, was da los ist. Dann wissen wir, haben wir keine Zahlen, wie groß dieser Fonds ist. Und selbst wenn er relativ groß ist, wären diese prozentualen Anteile, die da in SBI investiert wurden, ist wahrscheinlich unter 1%. Was soll der Scheiß? Rothschild, SBI gehört Rothschild, also hört mir auf mit diesem Schwachsinn, echt. Recherchiert bitte richtig. Daniel fragt, ob sich die Staaten mit XRP entschulden können, ob sie die Schulden losbringen können. Daniel, ich frage auch dich, ist das denn wichtig? Wo tut's denn weh, wenn wir verschuldet sind? Alle reden immer von zu viel Schulden. Wo tut's denn weh? Wo habt ihr Panik? Fragt euch mal, wo ihr Panik habt. Ich habe überhaupt keine Panik, dass unser System zusammenkracht. Vielleicht gibt's einen Wirtschaftscrash, vielleicht gibt's einen Liquiditätscrash. Aber es wird sich beim Serkan, beim Brent, beim Raptor, beim Daniel, beim Manuel, beim Siegfried, beim Satan, beim Richard, bei mir, praktisch nicht auswirken. Also,
Die, die in Aktien investiert haben, werden ihre Kohle verlieren, wenn sie dann die ihre Aktien abstoßen, das ist klar. Aber ja, vielleicht gehen meine Hypothekarzinsen ein bisschen hoch. Ja, kann sein. Aber das könnte auch unter anderen Umständen passieren. Also, die Welt ist dynamisch. Ich glaube, zurückzukommen auf deine Frage, Daniel, ich glaube nicht, dass man sich damit entschulden kann. Warum? Weil XRP eben eine Brücke ist. Das würde bedingen, dass die Staaten jetzt schon in XRP investiert haben. Also dass die jetzt schon, keine Ahnung, Millionen von XRP haben. Und wenn es dann auf irgendwie 1000 oder 10.000 Dollar geht, dass die das abstoßen. Das sehe ich als einzige Möglichkeit, aber daran glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich sehe auch, also in dieser Diskussion mit diesem Follower gestern hat er gesagt, wir zahlen mehr und mehr Zinsen, Zinseszinsen. Und solange mein Einkommen Jahr über Jahr steigt, verglichen mit vor 30 Jahren, ist mir das doch scheißegal. Solange ich mir plötzlich sehr viel mehr Biofleisch und andere Bioprodukte leisten kann, ist das doch toll. Ich sehe die Probleme nicht. Erklärt mir mal, wo es weh tut. Echt? Ich möchte nicht hören, das läuft schief. Ich möchte hören, wo tut's weh oder wo wird's weh tun, wenn's in die Hose geht. Und ich behaupte, die meisten dieser Katastrophenideen gehen dann in die Hosen, wenn dieses Vertrauen ins Geld wegbleibt. Ja, Richard, du hast eigentlich genau diese drei Gründe erwähnt, die ich eigentlich erklärt habe. Also die Schere, dass das Geld wertlos wird und dass zwei von meinen drei Gründen. Aber ich meine, Gesetz der Fall, die Reichen steigen vorher aus. Ja, wohin sollen die denn aussteigen? Wer soll denen die Scheiße wegputzen? Also, etwas, das die wenigsten Leute wissen, eine Wirtschaft wird angetrieben vom Mittelstand. Alle Banken zusammen in der Schweiz, die haben... Also ich könnte jetzt krass daneben liegen, aber ich behaupte, die haben keine 2% der Arbeitenden der Gesamtschweiz. Das ist null, das ist nichts. Die Wirtschaft, die jetzt in unserem Beispiel die Schweiz am Leben erhalten, das ist der Mittelstand. Das sind nicht die Reichen, klar. Nervt es mich, wenn ich höre, dass so ein fucking Banking-CEO von der UBS in einem Jahr, wo die Schweizer Nationalbank die UBS noch retten musste mit 4 Milliarden, dass der sich noch 20 Millionen ans Bein streicht. Das nervt mich auch. Aber wie gesagt, es gibt in jedem System Leute, die das System bescheißen, aber es gibt auch immer solche, die es eben wert sind. Die haben sich durch Leistung und Arbeit hochgearbeitet und ich finde, die sollen das auch genießen dürfen. Und im Übrigen, also wenn XRP tatsächlich so uns so reich macht, wie ich eben glaube, dann setzt, sagt man, Exempel. Ich setze ein Exempel. Dann macht Beispiele. Ich weiß nicht, wer auf Twitter diesen Bill Pulte oder so, keine Ahnung wie der heißt, gibt so einen Typen aus den USA, es muss irgendein Milliardär sein, und
Der tweetet echt spässige Geschichten. Also irgendwie jeden zweiten Tag, wer will Geld von mir? Sagt mir, warum er Geld von mir braucht. Und dann lieferst du ihm irgendeine traurige Geschichte, dass dein zweijähriger Sohn Leukämie hat und dein Ehemann vor 2 Monaten gestorben ist und du die Kita nicht bezahlen kannst, und dann schickt er dir 50.000 Dollar. Also macht solches Zeugs. Wenn euch dieses System nervt, dann, wenn ihr diese Kohle habt, dann macht was dagegen, aber stänkert nicht nur. Aber Peter, ich frage auch dich, wo fühlst du dich betrogen? So eine Aussage, unser Geldsystem ist ein Betrug, das nervt mich einfach, weil wo bist du betrogen? Sag, gib mir einen vernünftigen Grund, wo man dich persönlich, Peter, bescheißt. Im Großen und Ganzen kann das schon sein, aber es geht ja um dich. Warum fühlst du dich betrogen? Natürlich finde ich es scheiße, wenn die Spitzenbanker Millionensaläre abzocken und man weiß, dass die Kleinen immer auf der Strecke. Das finde ich auch nicht fair, aber ich sage ja, gewisse Dinge sind einfach nicht fair. Und wenn man dieses Schuldgeldsystem, wie Peter dem so sagt, oder andere Begriffe dafür haben. Also bringt mir faktische Argumente, warum es uns scheiße geht. Jede Statistik, die ich zutage fördere, zeigt eigentlich, dass es uns viel besser geht wie vor 30, 50 Jahren. Vor 50 Jahren hatte man in der Schweiz irgendwie 15% Analphabeten. Heute gibt es praktisch keine Analphabeten mehr in der Schweiz. Also sag mir nochmal, dass das nicht gut ist. Genau, und Richard erwähnt, also ich habe bei den Charakteristiken von Geld einen Faktor erwähnt, die Geschwindigkeit des Geldes. Das checken die meisten überhaupt nicht. Aber es ist eine Tatsache, Richard hat es geschrieben im Chat, wenn die Geschwindigkeit des Geldes sich, glaube ich, um einen Tag erhöht, dann steigt das BIP 2 bis 3% Jahr über Jahr. Und sagen wir mal, einer sagen, das will ein keine Ahnung, Minister, wie sagt man dem? In Deutschland oder in Österreich nicht. Das will jeder. Das ist praktisch gratis Wachstum, oder? Nichts dafür tun und Wachstum haben. Das ist aber sowas von geil. Heiko Eberhardt, auch deine Frage, spielt das eine Rolle, wie viel Geld wirklich real ist und wie viel Geld nur solange du dir sicher sein kannst, dass mit dem Geld, das du auf der Bank hast, kaufen kannst, was du kaufen willst, spielt es doch keine Rolle, ob es nur Zahlen sind oder nicht. Ja, Peter, das stimmt ja, dieses Fractional Reserve Banking, das ist schon so. Also es gibt je länger, je mehr Geld. Aber Fakt ist, deshalb geht's uns auch jedes Jahr besser. Auch wenn es viele Stänker mal gibt, die sagen, dass das nicht der Fall ist. Dieser Typ, mit dem ich diese Diskussion auf Twitter hatte, der kam aus Österreich und der hat gesagt, ja, ich glaube, er hat Tirol gesagt, im Tirol sei es für eine vierköpfige Familie praktisch nicht mehr möglich, Hauseigentum zu erstehen. Also wenn du nicht von den Eltern ein Grundstück irgendwo geschenkt kriegst, vergiss es. Einfach geht einfach nicht. Ja.
Wer sagt denn, dass es im Tirol sein muss? Dann geh in die Steiermark. Punkt 1. Punkt 2. Das ist ein Problem des Euros. Alle nicht mehr übel nehmen, schwächeren Länder wie Deutschland, und leider sind das eben in der EU praktisch alle, also Italien, Griechenland, Spanien, Frankreich, Portugal, Österreich, ist vielleicht auch schwächer wie Deutschland so von der Leistung, aber vielleicht nicht so krass schwach wie diese anderen 5, die ich jetzt gerade aufgezählt habe. Früher, was haben die früher gemacht? Früher haben die einfach jedes Jahr ihre Währung um 30-40% abgewertet. Heute können die das nicht mehr und deshalb stecken die voll im Sumpf. Ich will nicht sagen, dass der Euro das Hauptproblem ist, aber es ist bestimmt auch eine Problematik dafür, dass es vielen Ländern rund um Deutschland rum zumindest scheiße geht. Noch einmal, Heiko, du sagst, die ganze Welt ist verschuldet, dann dürfte gar nichts mehr gehen. Spielst dir eine Rolle, ob dein Autogaragist, wo du deinen Ford Escort kaufst, 2,5 Millionen Schulden hat bei der Bank, damit er seinen Ausstellungsraum neu ausrichten konnte. Das interessiert dich doch nicht. Dich interessiert, dass er dir diesen Ford Escort zu einem vernünftigen Preis verkauft. Was dahin, und dass er dir nachher 5 oder 10 Jahre lang einen anständigen Service für deinen Ford gibt. Alles andere interessiert dich im feuchten Dreck. Ich überlege viel zu viel. Ich sehe die Problematik, ich sehe die Argumente. Aber was mir nicht gefällt an all diesen Argumenten ist, keiner kann mir sagen, wo es weh tut. Alle sagen immer, ja, die Banken, die kommen und kappen irgendwann einfach dein Eigentum weg. Okay, in der Schweiz, ich weiß nicht, in anderen Ländern, in der Schweiz sind Vermögen bis zu 100.000 Franken versichert. Also wenn eine Bank bankrott geht, dann erhält jeder Bankkunde mindestens 100.000 Franken zurück. Und wenn ich jetzt nochmals auf diese Verteilung vom Mittelstand ausgehe, also ich behaupte, dass im Mittelstand 80% der Leute keine 100.000 Schweizer Franken hat, die können das geht gar nicht. Also dann würden sie bereits zu den Wohlhabenden gehören. Und wenn man dann einem, der sich 20 Jahre lang an uns bereichert hat und irgendwie 40 Millionen auf dem Konto hat, wenn man den mit 100.000 zurücklässt, wenn die Bank bankrott geht, also da bleibt mir nur ein müdes Lächeln übrig. Aber den Mittelstand wird das überhaupt nicht betreffen. Also zumindest in der Schweiz nicht. Wenn das in Deutschland und in Österreich ein Problem ist, dann schafft darauf hin, dass auch eure Vermögen geschützt sind. Miva, ich glaube nicht, dass wir auf irgendetwas warten, aber XRP könnte, glaube ich, tatsächlich mindestens die Symptome ein bisschen mindern von einer Liquiditätskrise. Weil eben diese 10 Billionen Dollar weltweit oder wie viel es auch immer sind, die in Nostros rumliegen, die könnten anderweitig investiert werden. Und also insofern denke ich, XRP könnte da helfen, aber dass der Preisanstieg auf eine Finanzkrise angewiesen ist, das glaube ich überhaupt nicht. Monique Mo, ich zahle heute schon nur noch mit EC. Das letzte Bargeld, also ich habe diese Woche habe ich einen 10
einen 20-Euro-Schein einem Mitarbeiter gegeben, habe ich jetzt nicht hier, weil er mir ein Glas Honig, er ist Imker, ins Geschäft gebracht hat. Ihn kann ich logischerweise nicht mit EC bezahlen. Der einzige andere Use Case, den ich hatte, um mit Bargeld zu zahlen, war unsere Kantinenkarte, wo wir unser Essen bezahlen. Das musste ich bisher immer mit Bargeld laden. Seit dieser Woche weiß ich, dass ich auch mit EC zahlen kann. Wenn ich meine Kantinenkarte zeige, dann kriege ich trotzdem den Rabatt der Firma. Und dann muss ich meine Karte nicht mehr laden. Also ich bin 99,9% fahre ich jetzt schon nur noch digital. Und ob das jetzt ein CBDC oder das spielt mir so überhaupt keine Rolle. Die haben Angst vor Dezentralität, Heiko, erklär mir das. Was ist das für eine Angst? Ich verstehe es nicht. Peter hat über Griechenland gesprochen, Peter Stadtlehner. Peter, das glaube ich eben genau nicht, dass diese Umverteilung von Mittelschicht nach Reich passiert. Wenn es zu einem, also in der Schweiz, wenn es zu einem Crash kommt, dann sind in der Schweiz die Reichen am Arsch. Wenn es Banken gibt, die zumachen müssen, dann sind die reichen Säcke, die Pech haben. Der Mittelstand, denen ihr Vermögen bis auf 100.000 Schweiz, ich weiß nicht mal, ob es pro Konto oder pro Person ist, das müsste ich mal noch nachprüfen. Das weiß ich nicht. Ich kann teilweise nachvollziehen, dass ihr solche Ängste habt, Umverteilung von Mittelschicht nach Reich. Teilweise kann ich diese Angst nachvollziehen, aber die Realität, die sehe ich sowas von nicht. Was habt euch vor 12 Jahren im Immobiliencrash, im weltweiten Finanzcrash wehgetan? Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich vor 12 Jahren einen anderen Lebensstandard hatte, obwohl Banken in der ganzen Welt hops gegangen sind. Das hat mich nicht berührt, nicht berührt. Peter, was kannst du das mit Griechenland nochmals erwähnen? Was? Aha, Moment. Also die Deckung während der Griechenland-Krise ist von 2 auf 1% runtergegangen. Das spielt doch überhaupt keine Rolle. Das Problem ist einfach, dass die Leute den Griechen nicht mehr trauen, aber das, ich meine, sorry, wenn man jetzt dem Geldsystem dafür die Schuld geht, dass die Griechen einfach eine scheiß Politik führen, da kann ich echt nichts dafür, also das sind einfach Idioten, die haben jahrelang nichts in die Ausbildung investiert, nichts. Also die Ausbildung war oberhundslausig schwach. Die haben jahrelang nichts in die Industrie investiert. Die Griechen haben quasi den Reichen, also ich sag's jetzt frech, die Steuern erlassen. Das ist selber schuld. Also muss mir keiner sagen, das Name Trottel, die sind, also, das ist auch eine Demokratie, oder?
Going a check, deine Frage bezüglich XRP, darauf gehe ich jetzt doch noch ein. Warum sie es noch nicht gestartet haben, das weiß keiner. Es wird seine Gründe haben. Die wären prinzipiell schon Ende 2018 hätten die loslegt. Irgendwas wird es geben, wo die noch dran arbeiten. Etwas, wo das übers Verständnis von uns rausgeht. Was es ist, weiß ich nicht. So, noch eine Frage zu diesem oder Bemerkung zu diesem zu dieser Geldthematik. Und ich bitte euch, wenn ihr nicht einverstanden seid, was ich jetzt erzählt habe, oder wenn ihr es super gefunden habt, wie auch immer, schreibt mir einen Kommentar im Video. Ich will das wissen. Vielleicht liege ich auch total falsch in dieser Thematik. Bei mir ist es einfach so ähnlich wie bei XRP, mein ganzer Körper geschrien hat, yes! Jede Zelle in meinem Körper. So ähnlich sträubt sich bei diesen Konspirationstheorien jede Zelle in meinem Körper. Und ich merke, das ist so nicht. Es ist einfach viel komplexer. Und diese Komplexität wird vielleicht dann erst sichtbar, wenn man sich mal gewisse Zahlen vor Augen führt, so Sterblichkeitsraten oder so. Also wenn man ein Leben mit 500 Milliarden oder Millionen Euros aufwiegt, dann finde ich, sind die Schulden, die wir heute haben, eigentlich total tragbar, weil die Sterblichkeitsraten von Kindern seit den 50er Jahren, keine Ahnung, wahrscheinlich 80% zurückgegangen ist. Das sind Dinge, die muss man auch beachten. Die meisten, die so auf dieses Geldsystem Problematik, die sind so fixiert darauf, dass sie vergessen, dass es nicht so einfach ist. Ein Land zu regieren ist verdammt nochmal nicht einfach. Und wenn euch das mehr interessiert, kann ich gern mehr recherchieren und mehr darüber erzählen. Ich habe 2 Jahre lang Wirtschaft studiert, einiges ist noch hängen geblieben, anders werde ich wieder aufarbeiten müssen. Ich finde das eigentlich eben schon eine spannende Geschichte. Also, es sind keine Fragen mehr gekommen, dann machen wir es so, dann ich werde, also etwas Wichtiges habe ich jetzt noch zu erzählen. Ich werde in etwa 15-20 Minuten mit Mickey B. Fresh telefonieren. Er hat interessante Informationen, wie er glaubt, dass sich das System entwickeln könnte. Von dem, was ich bis jetzt verstanden habe, denke ich, die Leute, die in seiner Gruppe da sich darüber Gedanken gemacht haben, irgendwie etwas nicht ganz verstanden haben, aber vielleicht habe ich seine Texte, die er mir geschickt hat, nicht wirklich verstanden. Deshalb haben wir nachher anschließend ein Telefonieren miteinander und dann versuche ich herauszufinden, worum es da geht. Wenn es spannend ist, werde ich vielleicht am Wochenende einen Ad-Hoc-Livestream oder ein Video machen dazu. Und sonst werden wir bestimmt im nächsten Livestream in einer Woche darüber diskutieren. Ihr werdet bestimmt, wenn es spannend ist, auch gewisse Tweets von mir darüber finden. Und noch einmal die Bitte, meldet euch, das ist mir echt wichtig zu diesem Thema. Schreibt mir, was ihr zu diesem Thema denkt, zu dieser Überschuldung, zu diesen Verschwörungstheorien, zu dieser Kontrolle. Ich mache auch gern noch ein weiteres Video darüber, werde diese Punkte irgendwie nochmals aufnehmen. Aber wenn ihr
wenn ihr irgend so Paniken habt oder so, überlegt euch ganz genau, wovor habt ihr Angst? Vor einer Überschuldung habe ich keine Angst. Wovor ich aber Angst haben könnte, ist, wenn das tatsächlich real wird und der Staat sagt, okay, dann kappen wir einfach 90% der Vermögen der Banken ab und bezahlen unsere Schulden, dass man euch dann Geld klaut, das ist eine reale Angst. Dann schreibt mir, ich habe Angst, dass man mir, wenn die Banken kollabieren, mein Vermögen klaut. Dann will ich nicht lesen, ich habe Angst vor der Überschuldungskrise. Dann will ich lesen, ich habe Angst, dass wenn der Staat anfängt, seine Überschuldung zu vertilgen, meine Gelder auf meinen Bankkonten gestrichen werden. Dann will ich sowas konkret, was euch betrifft, weil alles andere habe ich jetzt eigentlich erklärt, das sind völlige, also ist alles nicht logisch. Also wer sich da wirklich Gedanken drüber macht, der merkt, es ist völliger Schwachsinn. Und damit möchte ich euch bedanken. Es waren heute doch auf Deutsch 64, da waren noch mehr. Ah, 64. Ist nicht schlecht. Vor allem für so ein Thema, das vielleicht die XRP Diehards gar nicht wirklich so interessiert. Wie gesagt, ich wünsche mir, dass da eine Diskussion entsteht. Vielleicht sehe ich das ja auch alles zu krass oder falsch oder so, keine Ahnung. Vielen Dank, ciao zusammen, bis nächste Woche.